Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Heute hoffentlich ohne Lags. Ich habe gerade schon mal eine kleine Probeaufnahme gemacht, da hat es noch gelaggt. Habe jetzt aber gesehen, dass das Spiel in 4K lief. Habe es jetzt auf 2K runtergeregelt, jetzt läuft es offenbar flüssig. Wir haben letztes Mal vielleicht ein bisschen Kohlen aus dem Fenster geworfen für die Huren, aber dafür wurde mir das Video auch direkt mal auf und nur für 18-Jährige gestellt, ne? Also direkt mal auf Volljährige. Gut, ich hoffe, das Spiel läuft jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegt. Ich hatte vorher eine neuere Version OBS, die es jetzt nicht mehr für Windows gibt. Na komm her, du Schlitzer. Ja, gibt es nicht mehr für Windows, gibt es nur noch für Mac. Für Windows gibt es jetzt wieder die alte, die habe ich mir auch reingehauen. Ich habe jetzt aus irgendeinem Grund beide. Begreifen tue ich es nicht. Ist mir aber auch egal. Wir gehen jetzt ins Lager der Catwenner. Und da. Okay, ich bin komplett falsch gegangen. Was zum Teufel? Was habe ich denn gemacht? Und das ging natürlich da hinten. Ich hoffe wirklich, dass das Spiel jetzt nicht mehr so laggt. Ich habe ja bei Project Cars das gleiche Problem. Der Part von heute, übrigens, deshalb kommt dieser Part auch später, weil ich noch am Rumprobieren war, warum das so ist. Der Part Project Cars von heute auch übelst beschissen am Laggen. Es kommt jetzt zu kurz, du änderst eine Kleinigkeit, alles kacke. So. Ich würde sagen, rein in die Olga. Servus. Jetzt liegt es übrigens auch gerade bei mir. Wir springen mal hier runter. Und können da logischerweise nicht lang. Mein Headset ist leer. Das gefällt mir auch gar nicht. Ich hoffe, es hält jetzt noch die Aufnahme hier durch. Nervt mich übrigens übel, dass das Spiel. Also, dass der Part schon wieder zu spät kommt. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte mich eigentlich. Waffenschmieds Tochter Potts Blitz ist sie heiß. Ich kann sie nicht so oft besteigen. Wie sie ist. Ein Dieb! Okay, ich wollte nur wissen, ob ich reingehe und mit ihr sprechen kann. Kann ich nicht. Schade. Gut, egal. Was? Allen Bekannten uns zu wissen, dass unser guter König Henselt, der Herrscher von Catwin, eine Belohnung für die Ausmerzung der Moderhäute in der Nähe des Lagers festgesetzt hat. Die Ungeheuer sind ein für alle Mal zu beseitigen, nach einer Methode, die der Auftragnehmer für geeignet hält. Der Mutige, der die Moder heute ausrottet, empfängt aus den Händen von Proximo eine Belohnung und wird in die Chronik von Catwin aufgenommen. Okay. Nach dem Willen unseres gnädigen Königs Henselt gebe ich die Eröffnung der Anmeldezeit für das große Schwertkampfturnier bekannt. Professionelle Schwertführung ist eine Soldatentugend, daher kann sich jedermann bewerben, der sich aufs Kriegshandwerk versteht. Ob Einheimischer oder Fremder, ob Frau oder Mann. Wer den Anblick des eigenen Blutes im Sande nicht scheut, den erwarte ich bei der Arena. Henselt zum Gruß. Proximo Holzkling. Belohnung für die Informationen über die Besitzer eckiger Münzen. An alle Soldaten. Im Namen seiner königlichen Hoheit, König Henselt dem Ersten, gebe ich hiermit bekannt, dass jeder belohnt wird, der Informationen über die Besitzer der sogenannten eckigen Münzen liefert. Bei diesen Subjekten handelt es sich um Landesverräter. Wer mit ihnen kooperiert, gilt als Feind Catwins. Diskretion wird zugesichert. Detmold. Okay, was auch immer eckige Münzen damit zu tun haben. Und verstecke dein Haupt nicht unter einer Kapuze. Große Matte, kleines Hirn. Grau ist nicht das Zeichen der Weisheit, sondern das des alten Sackes. Die Häupter weiser Männer sind so kahl wie rar. Rasuren, Schnitte, Hauben, man findet mich beim Lagervolk. Sambor, scheinbar der Friseur.
Schmiedet den Stahl, denn das Eisen ist heiß. Macht euch ein Schwert, einen Schild nach Geschick. Ich nehm so lange die Tochter für den Weg. Speicher natürlich nochmal. Waffenschmieds Tochter Potz Blitz ist sie heiß. Gut, dass ihr komplett woanders steht, aber ich euch höre. Scheinbar Schlachter hier. Pechdraht, okay. Wir räumen natürlich das ganze Lager aus. Ich wollte sagen, haben wir jetzt hier festgelaufen? Pechdraht. Okay, nur Müll im Endeffekt. Oh, die haben einen Stopp. Das wollte ich nicht, aber habe ich jetzt. Gut. Hier scheint nur Schlaflager zu sein. Hier ist auch nichts mehr. Okay, ich kann mich nicht mit denen unterhalten. Der eine guckt mich einfach genau an. Ein Tier. Ein ganz gewöhnliches, besoffenes Vieh. Jeder von uns kommt mal dran. Du bist unser Leben. Ein Tier. Ein er kotzt sich erstmal richtig aus. Vieh. Okay. Bastardschwert, anderthalb Händer, Schwert, Hackmesser. Nice. Aber hier scheint es irgendwie nicht so richtig was Besonderes zu geben. Kann hier nicht raus. Okay. Ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Ich habe keine Ahnung, wie leise wir hier vorgehen müssen. Da ist gelbes Meteoritenherz drin. Gönn. Ich will nach Möglichkeit natürlich hier nicht alle auseinanderhacken. Also generell bin ich der Meinung, sich mit einer Armee anzulegen. Ja, so zweiklug. Schema. Serikanische Sabera. Oder Sabera? Doppel-R wäre es ja eher eine Sabera, aber gut. Säbel. Kohlen. Kohlen. Formation halten! Vorwärts, Marsch! Bald Dienstschluss. Dem Himmel sei Dank. Der Nebel hat schon zwei Patrouillen verschluckt. Nein, die Geister sollen sie in Stücke gerissen haben. Marschieren, nicht quatschen. Okay, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie ich hier wegkommen soll. So nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, ich könnte hier einfach alle auseinanderhacken und dann wäre entspannt. Will ich aber nicht. Aber ich kann auch einfach nicht vor dem rumgehen. Vor dem ist ja auch übel auffällig. Oder kann ich doch da oben hoch? Weil einfach vorne lang ist ja... Ne, steht ja außer Frage, dass das nicht gehen dürfte. Kann ich da lang? War mein erster Gedanke vielleicht doch schon richtig. Keine Ahnung, wer du bist. Das ist Jorvid. Schön, dass wir durchgucken. Das haben wir auch schon gelesen, genau. Und dann dürfen wir hier lang gehen, okay. Speichern nochmal. Kann ich die Tür hier öffnen? Hüte unsere Militärgeheimnisse. Ne, ich wollte eigentlich öffnen machen. Ja, kann ich. Macht aber überhaupt keinen Sinn, glaube ich. Hallo. Okay, nee, macht überhaupt keinen Sinn. Gut. Ich komme also nur dahin, wo ich auch eben schon gedacht habe, dass ich hinkomme, nämlich zum Start. Okay, also theoretisch, wenn man irgendwie cheaten kann, dass man alle Schlüssel hat oder so, kommt man auch so in die Burg rein. Oder in das Fort. Ist ja eher ein Fort, ist ja keine Burg. Gönn. Wenn wir endlich in den Kampf ziehen, würde ich auch selbst mit der Jungfrau von Eldian kämpfen. Maulheld, willst du doch bloß durchziehen? Das Weib würde dir den Schädel spalten. Stimme zu. Allerdings aktuell wird sie wahrscheinlich gar nichts tun, weil sie halt... In die Fresse! Hau ihm in die Fresse! Unpässlich ist. Ich dachte schon, die haben uns gesehen. Muss sagen, ich fühle gerade Schleichen nicht so in dem Spiel.
wirkt nämlich auch nicht so, als ob es dafür gemacht wäre. Ich würde da oben gern mitmachen. Also wenn ich halt wenigstens die Hinterrücks ausschalten könnte, wäre das cool. Damit, wenn ich dann irgendwann mal entdeckt werde, ich nicht mehr so viel Gegners habe. Mal davon aus, ich gehe jetzt hier so rum. Bring mich nicht um, Herr! Bitte, ich koch doch bloß vor mich hin hier! Dann halt doch einfach dein Maul. Rettet mich! Hilfe! Okay, der verpfeift mich, wenn ich ihm nicht auf Fresse haue. Kann ich den Hinterrücks niederschlagen? Wäre komisch, weil ich konnte bisher niemanden Hinterrücks niederschlagen. Pah, das ist übrigens schon fast zu Ende und nichts getan heute. In die Fresse! Hau ihm in die Fresse! Servus. Gut, ich kann den Typen wahrscheinlich aber auch einfach umgehen, ne? Bring mich nicht um, Herr! Willst du mich verarschen? Ich koch doch bloß vor mich hin hier! Kann ich dich bewusstlos schlagen, bitte? Ah, Axi wirken. Hilfe! Von wo wurde ich angeschossen? Also ich kann Axi wirken. Das ist schon mal gut zu wissen. Das machen wir mal. In die Fresse! Ich habe mich übrigens vertan. Bring mich nicht um, Herr! Bitte, ich koch doch bloß vor mich hin hier! Hör mal, ja. Ich wollte eigentlich Axi auf den wirken, aber... Ich wollte nicht umprügeln. Gut, also... Ich bin mir nicht sicher, wie das gedacht ist. An dem komme ich ja auch nicht vorbei. Ne? Der steht ja direkt hier. Ne, tut er nicht. Komme ich aber sowieso nicht durch. Bring mich nicht um, Herr! Bitte, ich koch doch bloß vor mich hin hier! Du arbeitest zu viel. Du hast recht, ich leg mich ein bisschen lang. Mach das, aber ich würde mich nicht hier im Dreck langlegen. Hier ist doch nass. Mach mal das Licht hier aus. Okay, hier darf ich nicht raus. Cool. Ich sollte mal wieder speichern. Ich habe 30 Urins gesetzt. Mach den Penner kalt. Ich stehe einfach einen Meter. Oh, König Hensel. Vorsicht! Oder? Nicht zu nah! Es wird unsere letzte Patrouille Ups. Sein, und nur wegen euch. Das wollte ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Vorsicht! Nicht zu nah ran! Blöd gelaufen. Gut, wir bleiben mal hier stehen. Wer ist da? Willst du mich verarschen? Warum gehst du direkt auf mich zu, du Hund? Hast du eben auch nicht gemacht. Okay, wir bleiben einfach mal da stehen, wo wir gerade standen. In die Fresse, und warten ab, bis die vorbeigehen. Keine Ahnung, ob die mich hier sehen. Das Spiel ist ja... Also, Schleichpart fühle ich gerade gar nicht. Ist halt sehr, sehr seltsam. Passt überhaupt Trottel. Nicht zum Spiel. In die Fresse! Hau ihm in die Fresse! Wegen euch. Was können wir denn dafür denn? Okay, hier könnte ich weitergehen, das will ich aber noch nicht. Eigentlich würde ich gerne mit den boxen, aber ich glaube, das darf ich nicht. Feind im Lager! Alarm! Okay. Pass mal auf, ja? Das Problem ist, ich habe Angst mit den Safe States. Ich würde gerne mal das ganze Lager ausräumen, aber ich habe Angst, dass ich mir dadurch irgendwas kaputt mache. Wir speichern das Spiel mal richtig hier, merken uns, dass es am 18.02. um 17.15 Uhr ist und irgendwann räume ich das ganze Lager mal aus. Oder dann vielleicht ein Sonderpart.
Das wollte ich übrigens nicht. Ich wollte eigentlich ja hier The Witcher Instinct machen. Ich hab nur vergessen, wie es geht. Wo ist Y? So Y. Ich spiele aktuell noch nebenbei, wie heißt die Spiel? Rainbow Six Extraction. Extrem cooles Spiel. Aber halt Steuerung 10 von 10 anders ungefähr. Der Wasser hat mich nicht gesehen. Und? Was tut er da? Ja. Genau. Wir haben es geschafft. Wir sind raus aus dem Lager. Quasi am Höhleneingang. Ist hier noch irgendwas? Wirkt jetzt erstmal nicht so, okay. Wo ist Triss? Geh zum Lagerplatz, den Nilfgaarder. Wir sind am Lagerplatz, den Nilfgaarder. F5, speichern. Und runter. Na komm her. Weg mit dir, bumm. Gefühlt konnte ich die noch eben schneller looten. Zeitlich auf jeden Fall schön. Was zum Fick? Hier sind mir zu viel Spinnenweben, bin ich jetzt schon mal ehrlich. 3 Orens, wow. Das hat sich aber gelohnt. Ich bin gerade angeknurrt. Irgendwas ist hier gar nicht zufrieden, okay. Ich glaube tatsächlich, ich soll hier lang gehen, oder? Das ist mir zu sehr richtige Richtung. Naja, weil wenn ich jetzt da durchgegangen wäre, wäre ich ja quasi da. Und wir gehen jetzt erstmal nach die andere Richtung und erkunden die Höhlen. Und gucken uns hier mal um, weil hier sieht es ja auch nett aus. Hier war mal ein Steg, okay. Ich habe erwartet, dass ich die Truhe looten kann. Ich kann sie nicht looten, okay, schade. Ist das hier einfach nur so eine Höhle oder? Machen wir erstmal das Licht aus, warum liegt ein Skelett? Das ist ja kein schöner Ort hier. Da ist noch eine Kiste. Besen. Willst du mich verarschen? Warum hängen hier Käfige rum? Warum liegt hier eine Leiche neben einem Feuer, was brennt? An einem Steg mit komplett zerschmetterten Boden? Ich begreif's nicht ganz. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal zu Ende die Höhlen. Sieht ja gerade so aus, als ob es in den Höhlen weitergeht. Warte mal, da ist ein Ausgang eingezeichnet. Achso, jetzt wahrscheinlich. Ja, okay. Ich begreif schon. Gut, wir gehen erstmal den anderen Weg. Haben ja auch nur noch 1,5 Minuten. Ich werde mal ein bisschen überziehen, dass wir im nächsten Part die Quest dann weitermachen. So, erstmal durchsuchen. Übrigens zwischendurch immer mal speichern. Ja, jetzt fick das. Brauche ich nicht den Dreck. Genug von. Na, komm her. Na, komm her. Na, komm her! Ihr lernt es wohl nie. Easy. Ja, gefühlt kann ich schneller looten nach dem Kämpfen. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wofür die Mutagene sind. Der ist lange leben geblieben. Hallo. Danke. Also, der ist wirklich lange liegen geblieben. Servus. Boah. Müll. Ich kann übrigens immer noch keine Wurfwaffen benutzen. Habe ich nicht geskillt, weil sehe ich als absolut irrelevant. Wahrscheinlich übertrieben krass OP, aber weiß ich nicht, fühle ich jetzt nicht so. Ist, glaube ich, auch nicht so Hauptwaffe des Witchers gewesen. Von welcher Richtung kommen wir? Okay, in die Richtung müssen wir weitergehen. Gut. Gucken wir uns nochmal hier zu Ende um.
Hier steht ein ganzer Haufen Schrott rum. Eisenerz, Eisenerz. Ich weiß immer noch nicht, wofür man die Elementsteine braucht, aber ich nehme sie mit. Leder, Leder, Eisen. Darf ich die vorderste? Nein, darf ich nicht. Okay. Schade. Hier ist auch nichts Besonderes mehr. Wow, shit! Warte mal, der hatte mich vorher nicht angegriffen, ne? Gralle. Der kam nur auf mich zugerannt und ich habe ihn angegriffen. Ich bin mir nicht sicher, ob der feindlich ist. Ich lade mal und stecke das Schwert weg. Vielleicht ist er cool. Ah, ich hab vor einem Augenblick gespeichert. Das ist ja schlecht. Okay. Weg mit dir. Dann müsste da gleich noch ein Leichenfresser kommen. Ich dachte, der wäre hier gewesen. Okay. So, Rest kann weg. Eisenerz brauche ich nicht. Da waren 3 Mark 20 drin. Die nehme ich auch noch mit. Ja, also wir gucken jetzt uns die Höhle hier zu Ende an. Den Troll da auch. War doch, glaube ich, ein Troll, oder? Ich glaube, ja. Hey, 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 Freund. Ich glaube, der möchte nicht Freund sein. Okay, schade. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob man mit dem sich anfreunden kann. Weil wenn ja, hätte ich ihn gerne nicht umgebracht. Boah, bist du hässlich. Gralle. Achso, das ist gar kein Troll, das ist eine Gralle. Der hieß nicht Gralle, das ist eine Gralle. Oh Gott, ey, Fische. Fisch mal wieder richtig dumme Sachen. Versucht sich mit einer Gralle anzufreunden, ne? Gut. Ich bin vielleicht ein bisschen dumm, aber eher dafür tot. Hier müsste eigentlich noch einer rumliegen, oder nicht? Ja, da. Schön. Hätte ich nicht neu laden brauchen. Gut, da war das Fisch Dummes, ist ja jetzt nichts Neues. Okay, wir sind... wir nehmen erstmal den rechten Gang, weil der ist schon erkundet größtenteils. Also der ist... Der ist endlich so rum. Servus. Ist hier etwas? Nein, das ist gut. Keine Gegner sind gute Gegner. Ja, komm, drauf gescheißert, oder? Diamantstaub, Müll, Schmutz. Ich muss halt so ein bisschen den, das Gold mitnehmen und halt so ein bisschen die teureren Sachen, weil ich echt kein Geld mehr habe. Und ich glaube, wir brauchen noch Geld. Ich glaube, Geld wird tatsächlich nochmal wichtig. Witcher 1 hatte man ja jetzt auch nie unglaubliche Summen an Kohlen. Mag ich nicht, ich bin gerne schnell reich. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon gar nicht mehr auf der Karte, ey. Was, wohin laufen wir denn? Kommen wir jetzt auf dem anderen... Ah, da ist ein Ausgang, okay. Servus, ich bin es, der Hexer. Wo seien wir denn? Also erstmal sehe ich hier nur sehr viel Truhen. Cool. Nichts. Nichts. Eisenerz. Okay, ist ja sehr ernüchternd. Kann ich ihn looten? Okay, cool. Schmacko. Hä? Möchte anmerken, Dreck? Gut.
Das hat mir nicht gefallen. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Höhleneingang. Und beim nächsten Mal gehen wir dann die Hauptquest weiter an. Ja. Ich denke, ja. So machen wir das. Heieieiei. Ich habe übrigens immer noch Halsschmerzen, aber langsam wird es besser. Langsam wird es besser. Jetzt ja Wochenende. Warte mal. Okay. Langsam wird es Wochenende. Das gefällt mir sowieso gut. Kann jetzt mal ein bisschen chillen. Ich nehme jetzt ein bisschen auf. Hab mir gedacht, ich nehme das Wochenende mal wieder pünktlich auf, dass ich für alle Tage was habe in die nächste Woche. Ich hoffe, dass der Part jetzt hier wirklich flüssig war. Ich werde mir wieder reinskippen, bevor ich ihn hochlade. Wenn ihr beim Hochladen feststellt, scheiße, der war ja immer noch übel unflüssig, dann ab in die Kommentare. Freddy kann mich natürlich auch gerne privat anschreiben. Ja. Beim nächsten Mal gehen wir hier rechts rum weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.